Ja, hallo und willkommen. Ich spiele heute mal gegen den Fidelity Elite Avantgarde. Ich bin mir bewusst, ich spiele Efi jetzt, zack. Mann. WTF. Ich habe gerade eine Partie gespielt, die habe ich dann versucht, noch in irgendwie mit der Brechstange in E4 Sachen zu transformieren, in Sizilianer Sachen, weil da irgendwann was mit C5 gezogen hat, da stand ich so brechmittelhaft. Da stand ich irgendwann total tot. Man muss sich einfach bewusst sein, was man überhaupt spielen will. Nicht irgendwas und dann mache ich irgendwas und irgendwie wird das schon funktionieren. Der Zufall möge mit uns sein, so nach dem Motto. Springer C6. Er weiß aber auch nicht, was er dann will. Er spielt da B6 und dann zieht er aber kein Läufer B7, sondern Springer C6. Also eine strategische Meisterleistung ist das nicht. Da stellt sich einem noch die Frage, warum hat er den B6 gezogen? Er kann auch kein C5 mehr ziehen. Also Springer C6 finde ich doch sehr merkwürdig. Es sei denn, ich spiele noch merkwürdiger weiter als er. Dann ist es nicht mehr so merkwürdig. H3, dann König H2, F4. Das sind ja meine Standardpläne in der Eröffnung hier. Wäre sogar mal C3. Das erinnert so ein bisschen an Königsindisch. Jetzt F4 ziehe, Springer H5. Ich glaube, ich kann trotzdem den ziehen. Ob ich jetzt König H2 ziehe und Springer H5 und F4 oder ich F4 ziehe, Springer H5 und das ist ja eh noch gedeckt durch den Springer. Das drohte natürlich E5. Habe ich zwar nicht gesehen, aber ich sage das einfach mal so, dass das so selbstverständlich drohte E5. Dann ist immer mein Plan das Durchziehen des Bauerns und das Aufribbeln. Damit die 7. Ich hätte ja gerne hier Springer B3, will ich ja nicht so sehr. Der soll nach G3, dann Springer Springer schlägt. Ich habe den auch noch drauf. Ich darf natürlich nicht so die Linie öffnen. Das ist mir, wird mir arg taktisch hier, das Ganze. Ja, da muss ich jetzt sofort A3 ziehen. Sofort A3, zack. A3, Springer C2. Ja. Ja, für die Figur oder nicht? So, Springer G3. Dann bin ich nochmal auf dem Punkt drauf. Jetzt kann endlich mal die Dame da weg aus der Linie. C6. Irgendwie habe ich das Gefühl, er weiß nicht, was er hier macht. Spätestens nach C6. Er will sich natürlich D5 decken, aber das ist ja gar nicht die Idee der ganzen Sache, die ich hier spiele. Also gegen D5 vorzugehen. Ich könnte jetzt G5 machen und F6. Vielleicht gewinne ich dadurch ein Tempo sogar, indem ich das so mache. Nee, nicht ganz. Der Plan ist mir nicht aufgegangen. Ich nehme natürlich den Springer. Wenn der Springer weg ist, drohe ich ja F6. Früher oder später. Ich könnte auch mit der Dame nehmen, theoretisch. Was ist jetzt besser, Dame hier mit dem Springer nehmen? Ich tausche das zwischen. Dann schlägt der Springer weg, dann gucke ich in die Röhre. Wird mit F6 vielleicht sogar noch gehen, aber ich möchte jetzt auch nicht zu opferartiges Schach spielen hier. E4 schlägt, das macht den Läufer, legt das brach. Läufer E4 schlägt. Ah, das ist dann zu offensichtlich. Da muss er sich die Diagonale decken, zieht selber F6. Ich möchte doch mehr so sneaky-sneaky-mäßig spielen, dass er der gar nicht weiß, wie ihm geschieht, aber ich mache trotzdem den. Das sagt sie natürlich so einfach, ja, C6 ist doch Krümpel. Das bringt einem natürlich nichts, wenn man einen taktischen Gerümpel spielt. Und jetzt ziehe ich hier, ich muss F6 ziehen. Wenn er selber F6 zieht, dann habe ich da nichts mehr zu wollen. Schade nur, dass ich den Springer nicht mehr parat habe. Den hätte ich doch gerne auf H5. Das dauert aber zu lange. D2, F3, H4, F5. Das dauert ein wenig lange, bis das da alles am Start ist. Ich muss auch die Dame rüberkriegen hier. Ich ziehe mal den Turm da rein. Gegebenenfalls gebe ich die Qualität, um den Baum blockiert zu halten, sonst kann er irgendwann F5 ziehen und sich das Ganze entwirren. Den nehme ich weg. Der Springer hat sowieso keine Funktion. Im Gegensatz dazu befürchte ich, dass seiner eine Funktion haben könnte. Den Turm rüber, droht Turm F6 schlägt. Oder auch nicht.
Aber ich möchte es gerne die Dame auf die Linie kriegen. Natürlich, wenn ich die Dame einstelle dabei, ist auch nicht geholfen. Die soll nach H4. Und dann, wenn irgendwann der Turm weg ist und auf H7 was droht, dann könnte das was bringen vielleicht. Läufer D4. Mann, wie kann sich da verlustieren? Soll er nehmen auf B2? Ist mir egal. Dame H4. Turm H7. Dann den Läufer weg, dann ruhe ich ja dort. Ich glaube, ich mache einfach den. Solange der Läufer auf der Diagonalen zurückkommt, ist mir das egal. Wenn er auf. Das gibt mir doch alles nur Tempis. Ja, das bringt doch nichts für seinen Königsflug. Gegen den Computer kannst du das einfach hinstellen. Turm schlägt, Dame Schach, Turm dazwischen, dann fällt seine Dame. Turm schlägt, Turm schlägt, Turm schlägt. Wieso? Ich stehe auch öfter drauf. Weg damit. Dame schlägt, ist noch besser. Ach, ich drohe ja matt hier. Dame G5 Schach droht ja schon. Ist matt. Er muss ja schon Materialspender spielen. Das war so die Standardspielweise, die ich gemacht habe damals. Und denkt und denkt und denkt. Deswegen, wenn sowas gegen euch einer spielt, dann solltet ihr nicht annehmen, dass das alles hier. Er frisst mal sein Gnadenbrot. Schachmatt. Wenn gegen euch einer so ankommt mit solchen Klamotten, dann solltet ihr nicht meinen, dass das ja nur Remis-Geplänkel ist. Oder Igelsystem. Mit E6, D6, G6, B6, Läufer B7, Läufer G7, Springer D7, Springer B7, A6, H6, Rochade. Ihr solltet nicht meinen, dass das ein passives Geplänkel ist. Wenn ihr da nicht Acht gebt und der Gegner öffnet, dann der Plan ist dann mit F5 oder C5 dann das Spiel so aufzurollen, dann wird es euch nicht gut ergehen. So, ich bedanke mich mal fürs Anschauen, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.